Jo, moin moin Leute, damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem wunderbaren Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht es prächtig gut und ihr freut euch auf das jetzige Video. Das jetzige Video wird anders als die anderen Videos, ja. Dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich meinen Gast begrüßen. Ein herzliches Hallöchen an den lieben Craftmay. Moin. Hallöle. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass du tatsächlich so fokusmäßig auf meinem Kanal zu hören bist, oder? Im Stream zwar ab und zu. Ja, yeah, ich sag ja, aber das war ja nicht so Fokus-like. Im Stream war das immer so by side. Ja, ja, wenn es mal gepasst hat. Läuft. Ja, ja Leute, ich nehme heute mit Craftmay auf. Ich nehme ein Format auf, das ich sehr, sehr lange her, wirklich sehr lange her, schon 4-5 Jahre her, den ich da dann schon gemacht habe. Und dieses Format nennt sich Real Talk. Ich werde heute mit Craftmay relativ uncut, ja, vielleicht ist der Anfang noch ein bisschen gecuttet, aber dann irgendwann nicht mehr, über ein Thema reden. Und ihr könnt mir gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, worüber als nächstes geredet werden soll. Ja, das ist ein Format, das möchte ich in einer regelmäßigen Abständen bringen, vielleicht so alle 2, 3, 4 Wochen mal. Und gerne mit euren Themenvorschlägen. Okay? Dieses Thema wird immer so sein, dass ich, von mir geht's aus logischerweise, ich teile meine Erfahrungen, wie ich damit umgehe, was mir dazu so einfällt, was vielleicht auch mein gesellschaftlicher Blick für das Ganze ist und so weiter. Ja, das wird ein ganz anderes Format als die normalen Gaming-Videos von mir. Und ihr haltet einen tiefen Einblick in meinen Gedankengang, in meinen Gewusel, was da oben teilweise so abgeht. Und das Ganze unterstützt in der ersten Folge auf jeden Fall Craftmay. Wenn das gut klappt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch ein Standardformat von uns beiden wird. Je nachdem, wie er darauf Lust hat. Ja, auch kein Problem, damit ersetzt zu werden. So ist es nicht. Vielleicht macht dir nach dem ersten Jahr auch voll Spaß und du sagst, ja, kann man eigentlich. Das kann auch sein. Man weiß es ja nicht. Genau. Für das erste Thema habe ich etwas rausgesucht, weil das, glaube ich, für unsere beiden Situationen aktuell tatsächlich relativ gut passt, ohne dass ich so jetzt, ne? Aber das erste Thema ist Leistungsdruck. Leistungsdruck durch Gesellschaft, durch Familie, durch was auch immer, kann ja durch vieles kommen. Wir fahren währenddessen einfach durch die wunderschöne Landschaft hier in Skandinavien ab nach Russland und schauen uns das Ganze ein bisschen an. Ja, ich muss auch mal kurz anhalten, fällt mir gerade auf. Ich habe vergessen, die Karte zu setzen, dass wir auch richtig fahren. Ja, alles gut. Profi. Ich fahre dir einfach hinterher, ich setze jetzt meine Karte nicht. Genau, du fährst mir einfach hinterher. Gut. Dann habe ich, glaube ich, eine gute getroffen. So. Thema Leistungsdruck. Genau, das Ganze wird so laufen. Ich gebe, oder ich sage das Thema und der Gesprächspartner, wer auch immer das jetzt sein wird die ganze Zeit, oder immer wieder wechselnd, je nachdem, weiß auch noch nicht genau, worum es geht oder wir haben darüber jetzt noch nicht gesprochen, sondern das passiert jetzt hier drin. Ja. Erstmal so allgemeine Grunddefinition, was ich jetzt unter Leistungsdruck sehe. Ne? Leistungsdruck ist immer eine Sache, die man sich entweder selber macht oder die durch die Gesellschaft kommt. Aber Leistungsdruck ist beständig. Das kann durch Schule kommen, Noten, das kann durch die Arbeit kommen. Der Arbeitgeber, der Leistung sehen möchte, der sehen möchte, dass auch ein Fortschritt passiert bei was auch immer. Und, und. Das heißt, Leistungsdruck gibt es überall. Der kann halt entweder von einem selbst kommen oder von außen gegeben werden. So. Bei einer Selbstständigkeit, wie ich sie ja zum Teil auch habe, ist es natürlich häufig ein innerer Druck oder eine innere Leistungsdruck, der da ist. Aber, und das ist das Spannende, den Druck mache ich mir zwar selber, spiele ihn aber gerne auf andere um. Also, ich sag mir häufig so, die Leute wollen, die Leute müssen, die erwarten jetzt und sonst was. Was ja nicht mehr unbedingt der Fall ist. Also, es ist ja nicht zwangsläufig so, nur weil jetzt mal kein Stream kommt, seid ihr absolut traurig und enttäuscht. Aber mein Kopf macht daraus das. Und das ist ja auch eine Art von Leistungsdruck, die entsteht. Weil du musst ja abliefern.
Und deswegen finde ich, Leistungsdruck ist, ich glaube, das ist auch durchaus ein Zeichen unserer aktuellen Gesellschaft, die wir haben und unserer aktuellen Norm, dass wir halt in einer Leistungsgesellschaft leben. Wir sind ständig darauf aus, immer noch besser, noch höher, noch weiter und teilweise uns selbst viel zu viel vernachlässigen. Wow, das ging mehr in die Tiefe, als ich jetzt erstmal schon mal dachte. Also, ich kann ja mal, also ich größtenteils stimme ich da vollkommen mit dir überein. Aber ich per se würde halt eben auch nochmal in zwei Bereiche unterteilen. Und zwar einmal irgendwie in gesunden Leistungsdruck und einmal halt eben in ungesunden Leistungsdruck. Mhm. Also Leistungsdruck per se würde ich erstmal noch nicht irgendwie als schlechtes bezeichnen. Aber wie du gerade schon sagtest, wenn man sich dann halt eben selber irgendwie Stress macht, wenn man dann selber sich irgendetwas in den Kopf setzt, irgendwelche Gedanken dazu hat, dass andere vielleicht etwas enttäuscht sind oder ja, in dem Bereich halt, dass man irgendwie das überordnet, dass man sich nicht mehr auf die Sache konzentriert, sondern halt eben im Hintergrund halt eben die Menschen hat, im Hinterkopf die Menschen hat, die man eventuell dadurch traurig machen könnte, auch wenn es so nicht ist. Und ab dem Moment würde ich auch sagen, dass Leistungsdruck in einer gewissen Art und Weise ungesund ist für einen selber. Mhm. Die Unterteilung finde ich geil. Natürlich ist Leistungsdruck in irgendeiner Art und Weise und Form ja sogar notwendig. Ich glaube, wenig Menschen arbeiten komplett ohne Druck. Also wenn alles weg wäre und alles komplett egal wäre, dann würden Sachen ganz anders laufen. So. Und ich glaube, bei mir so, ja. Ja, genau. Und ich glaube, ein gewisser Druck ist durchaus nicht schlecht, aber es gibt halt zu viel. So, das kann einerseits der innere sein, wo man sagt so, oh Gott, ne, jetzt habe ich hier dies und das, vernachlässige ich, damit ich den einen Faktor jetzt schaffe. Das kann aber auch sein, dass du das tun musst, weil dein Arbeitgeber dir sagt, du musst bis dem und dem Zeitpunkt das erledigt haben, weil sonst gibt's Ärger. Ja, das sehe ich etwa genauso. Also, ja. Wie ich jetzt gerade schon angesprochen hatte, ich bin halt eben jemand, der auch selber ohne Druck relativ wenig tut. Aber der Druck muss halt auch wirklich in einem gesunden Maßen sein. Also, dass ich halt irgendwie eine Frist gesetzt habe oder so. Und dann ich selber weiß, für mich selber, dass ich bis dorthin das erledigt haben sollte, aber nicht für andere Personen oder größtenteils nicht für andere Personen, sondern halt eben für mich selber, für mein Gewissen oder was auch immer. Mhm. Oh, das könnte ich nicht. Wenn ich das nicht habe, dann mache ich das auch nicht. Boah, das könnte ich gar nicht. Also ich kann... Aber... Nein, kein Witz. Ich kann schon nicht so arbeiten wie du, weil für mich... Also das ist jetzt willst du mich, ne? Ich brauche diesen externen Druck. Ich brauche den, sonst funktioniere ich nicht. Ja, das meinte ich. Okay, stimmt. Ja, das ist auch wahr. Also ich finde diesen einen Termindruck, den ich habe, den gibt es auch. Ja. Aber es muss von außen... Ja, stimmt. Ja, das ist also auch nochmal ein Faktor. Es kann für mich nicht sein, wenn ich weiß, ich habe mein Projekt am 17. abzugeben. Dann sage ich bis zum 14., oh ja, ist doch noch weit weg. So, am 15. schreie ich plötzlich so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hau voll rein zwei Tage und gib das Projekt am 17. ab. Und sag mir, oh, das hat ja gut geklappt. Beim nächsten Mal gleich wieder. Aber hat ja gut geklappt, also können wir noch einen halben Tag später anfangen. So, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr klappt. So, und alles... Ja, da sieht man... Und alles eskaliert. Heißt, dann bist du in dem Moment, und das ist das Problem, dass es, Leistungsdruck hat auch immer was mit Selbstdisziplin zu tun. Weil du hast ja beim Leistungsdruck einerseits die Tatsache, diesen gesellschaftlichen Leistungen und Normen hinzubekommen, aber andererseits ist der Leistungsdruck, fällt mir gerade auf, doch eigentlich auch eine Sache von Einteilung und Aufteilung. Eigentlich. Ja, das ist das Gute, wenn man zu zweit ist, weil dann fallen, also beziehungsweise werden Faktoren gesagt, an die man gerade gar nicht gedacht hat. Ja. Also, es ist halt wirklich so. Also, und ich bin halt auch, also das kann ich jetzt von mir sagen, ich bin ein Mensch, der kann ziemlich schlecht irgendwas einteilen. Also, dass man es halt eben irgendwie gleichmäßig verteilt, sodass man selber natürlich diesen gewissen Leistungsdruck hat, aber halt eben nicht auf eine Stelle konzentriert, sondern über eine gewisse Zeit hinweg, sodass es vielleicht ein bisschen gleichmäßiger ist. Und das kriege ich nicht hin. Das kann ich so sagen. Ja, da bin ich auch echt schlecht drin. Das Problem ist, ich bin halt, wie gesagt, ich brauche diesen Leistungs-, ich brauche diesen Druck dahinter, dass es das jetzt ist das. Ich habe aktuell eine Sache zu machen bis, sagen wir mal, 1.1. Ja, das ist ja noch ein ewiger Zeitraum. Also sitze ich auch noch nicht mit Druck dahinter und versuche den ganzen Scheiß jetzt
schnell zu machen, um vielleicht zu sagen, man kriegt das Ganze auch vorm 1.1. fertig. So, das habe ich halt nicht, sondern es fehlt dieser Druck. So, ich werde wahrscheinlich am 30. oder am, vielleicht sogar schon am 1.12., weil das an sich ein riesen Batzen ist, den ich da machen muss, werde ich wahrscheinlich da sitzen und denken so, oh, jetzt wird es langsam eng. Und wenn du jetzt nichts tust, dann bist du da am Arsch. So. Aber bis zu dem Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich so Larifari immer mal wieder hier und, ach, jetzt habe ich gerade mal ein halbes Stündchen, wir gucken mal drauf. Aber ich werde mir nicht die Zeit nehmen, die ich beispielsweise auf TikTok verdusel oder verdösel nehmen, um diesen Druck, den ich habe, zu splitten, sondern ich werde mir sagen, ah, die 2 Stunden auf TikTok waren super, für was auch immer die super waren, weil eine Pause war es halt auch nicht, weil eine Pause ist, wenn sich mal wirklich alles runterfahren kann. Und somit waren die 2 Stunden einfach auch für den Kopf voll die Anstrengung machen und tun und dies und das. Es war vielleicht für die Seele was gar nicht so schlecht ist. Wobei man das bei manchen TikToks auch nicht genau weiß. Aber so für den Kopf ist es ja so wahr. Aber für den Kopf ist es weiterhin Anstrengung. So, das heißt, ja, der kann ja trotzdem nicht abschalten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor beim Leistungsdruck, dieses Nicht-Abschalten-Können. Dieses Puh. Auch immer daran denken müssen, weil wie oft, also ich weiß jetzt noch nicht, ne, aber wie oft hast du das doch, bei dir kann man das mit der Schule machen, wie oft hast du das in der Schule, du hast die Arbeit, du weißt, die Arbeit schreibst du in 3 Tagen. Also du vergisst das bis dahin auch nicht mehr, dass du die Arbeit in 3 Tagen schreibst. Das ist, glaube ich, bei mir bei jeder Arbeit so, außer ich schreibe jetzt irgendwie eine Sovi Klausur oder so, wo ich halt wirklich weiß, dass ich es kann. Das zieht sich. Also das ist halt eben genau diese 3 Tage davor, wo man sich dann denkt, ja gut, heute sollte ich wieder anfangen, mal vielleicht was zu tun. Dann tut man es trotzdem nicht und dann sitzt man am Tag der Klausur da und hat den größten Druck, den man nur haben kann. Das ist, weil man genau weiß, wenn man jetzt nichts tut, in diesen 4 Stunden, die man noch am Tag hat, dann sitzt du morgen da und kannst nichts. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo es wirklich ungesund wird für einen Körper, für einen selber, weil man ist dann erstmal voll im Stress drin. Ja. Und dann ist es auch noch konzentriert auf diese 4 Stunden, dass man halt eben so viel lernen muss, so viel reinhauen muss. Ja. Und das kann nicht gesund sein, nie im Leben. Faktor Stress ist auch gut. Es gibt ja, weil wir hatten ja Leistungsdruck, ist guter und schlechten, ne? Beim Stress ist es ja genauso. Es gibt ja Des- und Eu-Stress. Der Stress, der Des-Stress ist der negative Stress, ne, für alle, die jetzt auch nicht so die Ahnung darüber haben. Des-Stress ist negativer Stress, das heißt Stress, der dich wirklich belastet, der dich kaputt macht, der deine Reserven leer zieht, der dich auslaugt. Eu-Stress hingegen ist Stress, der dich positiv bewirkt. Das heißt, der hat einen positiven Einfluss und Faktor auf das, wie du arbeitest, wie du lebst und wie du selbst funktionierst. Das heißt, wenn du im Eu-Stress bist, bist du viel effektiver, du bist funktionaler und du bist glücklicher. Und ich glaube, wenn du dich zu sehr auf diesen Leistungsdruck begibst, kann es sehr schnell passieren, dass du in Des-Stress oder Distress abrutscht. Ja, stimmt. Beim Stress ist das ja wirklich genauso. Also Stress in gewissen Maßen, ja, wie du sagst, ist ja auch nicht ungesund. Also man muss sich ja teilweise vielleicht auch nochmal stressen, um vielleicht für sich selber ein bisschen schneller zu arbeiten, um dann im Nachhinein nochmal irgendwie, ja keine Ahnung, aber es ist natürlich so, dass man halt eben in gewissem Maße natürlich auch mal Stress irgendwie mal braucht, aber das ist ja wie beim Leistungsdruck quasi, dass man, ja, gut, stimmt dir dazu eigentlich, ich hab da nichts zu ergänzen. Und ich bevor glaube, ich das jetzt nochmal wieder um... Und ich glaube, dass der Faktor dessen, gerade auch auf mich bezogen jetzt, ist halt, ich mache mir selbst zu viel Stress. Ich wollte, und das ist so ein Faktor, wo es im Kopf anfängt, ich wollte mich organisieren. Etwas, was ich super schwer nur kann. Ich habe mir dafür extra eine App runtergeladen, um meinen Tagesablauf und meinen Wochenablauf zu organisieren, um einzutragen, wann muss ich aufnehmen. Also nur nicht mal stundentechnisch, so genau in dieser Stunde muss ich aufnehmen, sondern nur so tagestechnisch. Heute muss ich noch aufnehmen, heute muss ich noch das machen, heute muss ich noch das machen. Und das habe ich für eine Woche lang, und das war die letzte Woche, wirklich day per day alles von morgens bis abends mehr oder weniger durchgeplant. Da stand selbst teilweise Essen mit auf dem Plan. Ja?
So. Und dann habe ich mir gesagt, komm, diesen Wochenplan, eigentlich findest du das geil und du willst es unbedingt weiter und durchziehen. Du machst diesen Wochenplan und weil er dir so gut getan hat, dieser Plan, machst du das jetzt so, du nimmst diesen Plan und machst den jeden Woche Montag, bis zum 1.10. arbeite ich ja zum Beispiel am Montag immer erst um 10 Uhr ja. Und habe gesagt, ich stehe jetzt jeden Morgen um 7 auf. So, ich stehe also seit, und das tue ich tatsächlich, seit ungelogen anderthalb Wochen oder fast zwei mittlerweile, stehe ich jeden Morgen um 7 auf. Außer am Wochenende, da ist es 9, aber sonst jeden Morgen um 7. Egal wann ich zur Arbeit muss, an sich immer um 7. Donnerstags 6:30, weil da muss ich um 7:30 auf Arbeit stehen. Das wird sonst ein bisschen stressig. Aber grundsätzlich damit ich mal in den Schlafrhythmus reinkomme, dachte ich. Bis dato hat sich noch keiner eingelegt. Bis dato bin ich teilweise weiterhin bis um 2 Uhr nachts wach und darf am nächsten Tag 5 bis teilweise 7 Stunden arbeiten. Oh. Und bin ja, also einfach tot. Ich bin wirklich richtig tot und kaputt. Und das Beschissene ist, ich wollte am Montag eigentlich tatsächlich meine Woche planen. Ich hatte das vor. Das hat ja auch, das, weißt du, das ist ja dieser Stress, den du dir nimmst, weil ich saß heute, muss ich ja ganz offen sagen, heute da, fuck, was sollst du aufnehmen? Ich habe keinen Plan, was ich gerade aufnehmen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. So, weil diese Planung, die ich mir montags mache, beinhaltet auch mir zu sagen, was ich aufnehme, wann ich das schneide und wann ich das hochlade. Das heißt, meine eigentliche ursprüngliche Planung ist, nur um das mal jedem offen zu legen, ich nehme beispielsweise das Video, was Montag kommt, wird, lass mich kurz überlegen, ob das jetzt Sinn ergibt, ja doch, wird Freitag aufgenommen. Wird Samstag geschnitten und am Sonntag hochgeladen. So, da ich Sonntag eigentlich als Off-Day haben wollte, was jetzt vorne und hinten schon wieder nicht mehr geklappt hat, habe ich mir gesagt, okay, du machst dir zwischendurch einfach in der Woche einen Off-Day für dich selbst. Das heißt, bis dahin musst du halt arbeiten, aber diesen Off-Day nimmst du dir einfach, wenn du ihn brauchst in der Woche. Letzte Woche war das zum Beispiel Donnerstag. Da habe ich mir einfach den Off-Day genommen, habe gesagt, nee, da machst du jetzt nichts. Ich habe nicht geschnitten, ich habe das und dies und gar nichts gemacht. Am Donnerstag. So. Und habe dann Freitagmorgen letzte Woche zum Beispiel das Video für Freitag geschnitten. So. So lief das dann nämlich leider ab. Und diese Woche war das so, ich habe den ganzen Sonntag tatsächlich damit mich mit diesem Projekt, was zum 1.1. fertig sein soll, beschäftigt. Das heißt, ich habe tatsächlich was gemacht aktiv, habe Sonntag mit gut Pause und sonst was, aber kam halt gut voran, war richtig happy und so weiter und habe dadurch aber komplett vergessen, mein Video für Montag zu schneiden. Und das war die Scheiße, die passiert ist. Das heißt, ich habe am Montagmorgen um 7 Uhr ging mein Wecker. Um 7.15 Uhr habe ich mich hingesetzt, weil um 14 Uhr soll das scheiß Video ja erscheinen. So, und bumm, bist du drin im Distress. Volle Kanne. Leistungsdruck. Und wer macht sich den Leistungsdruck? Ich mir selbst. Was rede ich mir ein? Die Leute wollen ein Video um 14 Uhr haben. Also schiebe ich den Stress, den ich mir selbst mache, von mir weg und gebe ihn anderen und sage, die Geiben machen mir Stress. Weil ich brauche den externen Stress, um zu funktionieren, um zu arbeiten. Was auf Dauer ganz sicher nicht gesund ist. Das glaube ich auch nicht. Bei weitem nicht. Also, ich kann ja von mir mal ein bisschen erzählen. Also, ich spule, glaube ich, jetzt mal nochmal zu diesem Planer zurück. Ich merke schon, gerade was Ordnung und Struktur angeht, sind wir relativ ähnlich. Nebenbei erwähnt, ich habe es nicht mehr geschafft, diesen Planer für diese Woche fertig zu kriegen. Weshalb ich heute da stand, okay, und ich wusste, welches Video ich machen soll, weil ich konnte ja nicht planen. Krass, dann haben wir tatsächlich, dieselben Symptome. natürlich, ich habe das auch mal probiert, für mich. Aber im Endeffekt kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich selber nicht über meinen eigenen Schatten springen kann, um mir diesen Planer zu machen und bin dann wieder am Anfang
vor diesem Planer. Mhm. Und das heißt, im Endeffekt ist das dann wieder so eine Spirale. Man landet dann wieder in dem Bereich rein, wo man halt eben nichts plant, wo man halt eben relativ spontan entscheidet, was man jetzt gerade wie wo macht. Und irgendwann fällt einem auf, oh, Mist, morgen sollte ich es fertig haben. Weil entweder das andere von einem erwarten oder ich selber von mir. Und dann passiert das wieder 3-4 Mal und dann denke ich mir, jo, ich muss was ändern. Dann ändere ich mal wieder was und dann funktioniert dieses Geänderte nicht und dann lande ich wieder in dieser Spirale drin. Ja, das hatte ich mit dem Planer halt eben auch gemacht. Ich hatte das dieses Jahr relativ in der Schule, also wirklich richtig krass. Weil ich war halt eben in dieser Corona-Zeit, als dieser Lockdown wirklich kam. Jetzt packe ich richtig aus. war das halt eben so, dass ich halt eben in diesen Videokonferenzen halt überhaupt nicht mitgekommen bin. Ich bin mit dem System nicht klargekommen, weil ich selber mich natürlich saumäßig schlecht selber motivieren kann, richtig schlecht halt eben selbst organisieren kann. Das heißt, diese Aufgaben wurden halt eben zum Teil nicht abgegeben und teilweise habe ich auch Videokonferenzen verpasst, unabsichtlich oder absichtlich. Bei Mathe war es teilweise absichtlich. im Endeffekt hatte ich dann halt eben im zweiten Quartal, halt eben nachdem wir wieder in der Schule waren, dann natürlich die Scheiße. Dann muss ich das dann halt eben dort wieder ausbaden. Ja. Und dann habe ich halt eben die Ferien jetzt einfach mal genutzt, um ein bisschen zu reflektieren, warum ich das jetzt ausbaden musste, wieso das so knapp war. Es war wirklich knapp am Ende. Ich habe es gerade wirklich noch so rumgebogen bekommen, teilweise mit einer Quartalsnote von 1 noch irgendwie auf eine 4 geschafft. Grüße gehen raus an Bio. Und dann habe ich mir halt eben in diesen Ferien halt eben nochmal grob überlegt, was ich halt eben dann wieder besser machen könnte. Da bin ich jetzt gerade wieder in dieser Phase drin, wo ich mir halt eben diesen Plan gemacht habe, gucke, ob der funktioniert und am Ende wird er natürlich nicht funktionieren. Gehe ich jetzt mal stark von aus, wenn er auf die Vergangenheit geht. Weil ich habe halt eben jetzt relativ gut vorarbeitet, habe mir vorgenommen, am gleichen Tag, wo ich halt eben Hausaufgaben bekomme und was weiß ich alles, die dann halt eben auch sofort zu machen, damit ich im Nachhinein halt eben nicht mehr diesen Stress habe, dann ist der Stress halt abgehakt und ich mache mir diesen punktuellen Stress, von dem wir halt eben gerade geredet haben, kurz vor der Deadline halt eben nicht mehr. Funktioniert heute zumindest. Ich bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage funktioniert. Es wird sowieso zurückfallen, glaube ich, irgendwann. Aber ich hoffe, dass ich es mal ein bisschen länger durchhalten kann. Und das ist die Hoffnung, die ich dann habe. Und das ist, glaube ich, also nur, weil es mir gerade auffällt, weil ich habe es ja sofort bejaht, dass es nicht klappt. Ja, ey, ich glaube, das ist auch wieder. Ey, ja, das habe ich gerade auch gedacht. Das ist doch schon wieder dieser Braindead dabei, dass man, warum macht man sich direkt schlecht, wenn du dir einredest, dass es nicht funktioniert? Dann kann es nicht funktionieren, weil du dir den Druck komplett nimmst. Also, das ist ja wiederum das Problem. Du lässt ja gar nicht zu, dass es funktionieren kann, weil du im Kopf schon daran denkst, dass es schief geht. Im Kopf sagst du schon, dass es scheitert. Ja. Also ich habe jetzt gerade, ich glaube, ich habe das jetzt gerade nicht relativ gut ausgedrückt. Also ich glaube jetzt nicht per se, dass ich damit scheitern werde. Sondern ich weiß halt eben aus der Vergangenheit, dass ab diesem Punkt dann dort etwas kippen könnte und hoffe, dass es halt eben nicht passiert. Aber das ist doch genau eine negative Einstellung. Ich hoffe, dass es passiert. Das ist doch klar, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber warum sagt man Hoffnung stirbt zuletzt? Weil man alles schon verloren hat. So, weil du schon nicht mehr daran glaubst, dass es klappt. So, in dem Moment sagt man, Hoffnung stirbt zuletzt, also ich hoffe auf etwas, ist auch immer so ein, ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hoffe drauf. So, ich hoffe, ich sehe heute The Rock. Glaube ich nicht dran, aber ich hoffe drauf. Vielleicht passiert es ja, man weiß es ja nie. So, natürlich kann man Glück haben, aber diese Kopfeinstellung, ich glaube, fällt mir gerade so, Leistung ist so definierbar, also so schwer zu fassen, weil da so viele Faktoren mit reinspielen und auch kopftechnisch ganz viel das mit sich macht. Ich glaube, wenn du dir kopftechnisch nicht einredest, dass da viel Druck hinter steckt, kann das auch schon Druck nehmen. Weil letztendlich redest du dir den Druck, den Leistungsdruck, ja auch selber ein. Ja, guck mal, hättest du es jetzt gerade gar nicht gesagt, wäre es mir auch gar nicht aufgefallen. Ne? Ich habe es jetzt einfach mal gesagt und
einfach frei raus, aber... Ja, mir ist es aufgefallen, recht, ne? Mir ist es aufgefallen, ja. Weil ich gesagt habe, das schaffst du eh nicht. In dem Moment ist mir aufgefallen, boah, Alter, wie negativ war das denn gerade? Boah, das war ja perfekt unterstützend darauf, ja, dass das eh nicht packt. Ja. So, ich hab einfach nur gesagt, ja? Du packst es nicht und hab damit gesagt, ja, du... Und hab damit eigentlich schon besiedelt, dass es nicht zu packen ist. So, und dann habe ich gerade an mich gedacht... Was ich auch vorher schon selber besiedelt habe, ja, ne? Du hast mich einfach nur... Ja, ja. Und dann habe ich an für mich überlegt, so... Ich habe zu Jan auch gesagt, ich lade es mir jetzt runter und hoffe einfach, dass es klappt. So, aber ich habe nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Ich habe eigenständig nicht daran geglaubt und nicht daran festgehalten, dass ich sage, jo, das klappt heute. Das habe ich halt nicht. Ach, da sind wir jetzt gerade durch eine Aussage jetzt gerade wieder auf ein Thema gestoßen, ne? Also, dieses Hoffen, das ist ja, ja, hast vollkommen recht mit. Also, ich mein, man Hoffnung, hofft ja per se, dass es eventuell mal funktionieren, genau, könnte, dass man sich selber irgendwie umwirft. Aber wenn man hofft, also, dann hat man ja auch keinen Plan dahinter irgendwie. Wenn man wirklich hofft, dass ein Plan funktioniert, dann ist der Plan nicht gut. Nee, das funktioniert dann nicht. Das ist richtig. Ich blende hier mal eben ein Zitat ein. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber es ist von Mark Twain. Das ist... Hat jetzt Hoffen, Träumen, ne, ist ja so eine ähnliche Sache, finde ich. Hat da auf jeden Fall eine Wellenlänge, die Ähnlichkeit, ja, besitzt. Ja. Und er hat mal gesagt, höre nie, also ähnlich, ne, ist jetzt Hörensagen, aber das Zitat habe ich wieder eingeblendet. Höre nie auf zu träumen, denn wenn du aufgehört hast, genau, höre nie auf zu träumen, denn wenn du aufgehört hast zu träumen, warte mal, hast du aufgehört zu leben, wirst aber weiter existieren. So oder so ähnlich ging das. Das soll halt zeigen, du sollst nicht aufhören zu träumen, weil existieren wirst du ohne Träume trotzdem, aber du wirst den Spaß im Leben verlieren, weil du nicht mehr an etwas glaubst. So, wir alle haben den Traum, wir alle haben die Traumvorstellung, so das wäre cool, da möchten wir irgendwann hin. Diesen Wunsch, diese Hoffnung, dahin zu kommen. So, und wir arbeiten unser Leben, in Anführungsstrichen, auf diesen Traum, auf dieses Wunschdenken hin. Mit Leistungsdruck, mit gesellschaftlichen Normen, mit dies und jenem. Und wenn dieser Traum wegbricht, dann wirst du aufhören zu leben. Weil dieser Traum bricht weg. Du hast ja kein Ziel mehr, wo du hinarbeiten willst. Aber du wirst weiter existieren, weil du bist da. Das ist voll... Also auch wie du es gerade formuliert hast, das ist ja natürlich jetzt Hörensagen, ne? Aber die Formulierung, die trifft es ja auch relativ gut. Ich meine auch, so ähnlich war es. Also ich muss kurz stocken. Aber das Geile ist, also nur so nett, dieses Zitat, es ist so traurig, aber ich sollte es leider in meiner alten Heimat lassen. Das hatte meine Mama damals auf das kleine WC unten gehangen. Und da ich ja im Keller wohnte und das WC sozusagen mein Klo war, jedes Mal, wenn ich halt drauf saß, habe ich auf diesen Spruch geschaut. Und ich habe jedes Mal wieder neu drüber nachgedacht, wie viel Wahrheit in diesem Spruch steckt. So. Das zeigt dir alleine schon, um auf deine Träume hinzuarbeiten, musst du diese Ziele verfolgen. Und klar kannst du sowas komplett ohne Leistungsdruck machen, in Anführungsstrichen. Aber das ist eigentlich unmöglich, weil einen gewissen Druck musst du dir selbst geben, weil du willst an diesem Ziel ankommen. Ja, ja, dann reden wir aber wieder vom gesunden Druck. Also genau, der Druck, den man macht, genau, dass man irgendwie so ansatzweise funktioniert und nicht, dass man sich selber Stress macht, weil man funktioniert. Richtig. Aber, ja, aber, und jetzt kommen wir zu diesem großen Aber. Wie oft denkst du, du müsstest was machen, obwohl du es gar nicht machen musst? Sehr oft. Wie oft denkst du müsstest das jetzt tun, um dein Ziel zu erreichen, aber dabei knickst du eigentlich nur irgendeinen Weg ab und fährst irgendeinen Umweg, wenn es einen anderen Weg gäbe, der schneller ginge und mit weniger Druck? Gibt es bestimmt in den ein oder anderen Fällen, aber das Problem ist ja, dass man diesen Weg, den leichteren Weg, zum Teil auch gar nicht sehen möchte oder gar nicht sieht. Ne? Genau. Warum siehst du ihn nicht? Puh. Das ist doch die Frage. Jetzt ist richtig deep. Ja, aber warum siehst du den Weg nicht? Den siehst du nicht, weil dein Fokus ein ganz anderer ist durch den Druck. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, du bist ganz, ganz anders fokussiert, als wenn du offen und ohne Druck bist. Ganz ehrlich. Krass, ja.
Ich habe das, stimmt. Ich kann das an dem letzten anderthalb Jahren auf YouTube sehr gut, glaube ich, bei mir erkennen. Ich bin bei RLO reingegangen mit einem Fokus gen Null gehend. Ich wollte einfach streamen, wie ich zocke, weil ich das mein Leben lang so gemacht habe. Ich streame, was ich zocke und laber nebenbei. So, ich hatte nie viele Zuschauer, ich hatte nie eine große Community. Ich hatte meine 8, 9, 10, 15, 20 Leute Maximum und dachte mir, komm, ist aber scheißegal. Wäre cool, wenn ich halt, weil ich halt sau viel auf RLO spiele, weil ich habe ja alleine schon im ersten Monat irgendwie meine 200 Spielstunden gesammelt oder 300. Und habe gesagt, komm, es wäre einfach cool, wenn ich das auch streamen könnte. So, Kurt hat damals gesagt, yo, alles gut, mach mal einen Teststream, schau mal, wie es ist und so weiter. Und danach durfte ich dann ja streamen. So, war für mich cool. Ich habe also den Stream einfach angeschmissen, irgendwann, wenn ich Bock hatte, abends in den Abendstunden, weil das halt so Standardzeiten waren. So da ist ja auch schon wieder so ein Leistungs-, so ein Gesellschaftsding drin. Man streamt abends, was ja auch absolut nicht stimmt, weil, ne, Abendunterhaltung, du kannst ja auch am Mittag streamen. So, gibt genug Leute, die da auch zuschauen. Gerade zur Lockdown-Zeit hätten da wahrscheinlich auch genug zugeschaut. So, aber das war halt so dieses Ding, ja, ich stream abends. Das hat sich auch bis heute mehr oder weniger durchgezogen. So, und hab aber einfach nur den Stream angeschmissen, hab ja gar nicht so viel Fokus drauf gehabt auf krasse Chat-Interaktivität. Und dann hatte ich im ersten Stream ja irgendwie plötzlich schon meinen Zuschauerrekord von den letzten 33 Tagen aufgebrochen, so ungefähr. Weil davor hatte ich, glaube, im Maximum 15. Und da hatte ich mit dem einen, hatte ich ja schon irgendwie 35 Zuschauer mit meinem allerersten und ich war so, boah, Alter, sind das viele Menschen. Ist ja absurd. Was geht hier ab? So, dann ist der zweite Stream gekommen, der dritte, der vierte. Ich habe irgendwann plötzlich die 50 geknackt, die 100, die 200, die 300 und so weiter und so weiter. Es stieg ja immer weiter. Ich habe ja einen Höhenflug bekommen bis zum Gehen. Ich wusste gar nicht mehr, was los ist. War aber zu 100% fokussiert auf das, was ich gerade tue. Ich hatte kein Ziel im Kopf. Ich hatte ein, Alter, das ist einfach gerade viel zu geil, was hier läuft. Ich bin einfach gerade voll im Film, ich bin voll im Fokus, ich habe Bock auf das, was kommt. Aber ich sehe das Ende noch nicht. Ich habe nicht dieses, boah, das will ich erreichen. So, klar, ich hatte mein Ding so, ey, die 10.000 wären halt schon hammersick, wenn ich die jetzt irgendwie doch mal kriegen könnte. So, aber es war nicht so, da muss ich jetzt auf jeden Fall innerhalb dieser Zeit hin. Aber Träume und Ziele und Wünsche sind im Kopf so abgespeichert, irgendwann ist es zu spät dafür. Irgendwann kommt der Punkt, da sagst du dir, ja, jetzt ist es zu spät, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Und das ist doch voll fail. So, und jetzt, ja, jetzt, wo ich bei YouTube bin, ich in den Punkt immer weiter reingerutscht, dass es immer mehr auch, also, ne, es ist immer noch ein absolut unfassbar geiles Hobby, das ich durchziehe und sonst was. Aber ich kann es mittlerweile meinen Nebenjob nennen. Es ist mein Nebenberuf, den ich habe. Offiziell anerkannt, offiziell angemeldet und. Es ist mein ganz offizieller Nebenjob. Und dieser Fokus, der dadurch kommt, ist ein ganz, ganz anderer. Plötzlich verschiebt sich nämlich der Fokus darauf, dass du mit deinem Nebenberuf ja auch Erfolg haben willst. Du willst ja nicht einen Nebenjob machen, bei dem du nur Verluste verschreibst oder sonst was, weißt du? Und das ist ganz, ja, ganz schwierig, weil der Fokus sich teilweise sehr komisch und sehr, sehr verrückt, gerade in den Anfangsmonaten Januar, Februar, sehr komisch verschoben hatte. So, dann kam der Februar, der absolute Höhenflugsmonat für mich, das über alle Maßen hinweg, ja, würde ich irgendwie zeigen wollen, wie meine Dezember-Einnahmen sind. Der spannendste Monat ist bei mir dieses Jahr der Februar, da wird es keinen geben, der spannender wird. In die Einnahmen, ja. Ja, genau. So, und da gibt es keinen Monat, der spannender drüber kommen wird. So, weil so klar und deutlich vierstellig an der Überweisung durch YouTube war ich noch nicht. Das habe ich nie wieder geschafft und das werde ich auch so schnell aktuell mit dem aktuellen Faktor nicht wieder schaffen, gehe ich von aus. So, was ja nicht schlimm ist, aber, und jetzt kommt dieser Leistungsdruck, der langsam kommt und auch da ist, mit YouTube.
Ich habe hier eine Wohnung und die muss finanziert werden. Ich habe ein Leben und das muss finanziert werden. Ich habe einen Job, der mich auch schon gut auslastet, mir mein Leben hier finanziert, aber theoretisch keinen Platz für Spesen lässt. Das heißt, alles, was ich so freizeittechnisch und sonst was mache, ich könnte Freizeit und Co. auch machen mit meinem Erziehergehalt, gar kein Ding. Dann müsste ich aber meine Standards runterfahren. Und das will ich nicht. Weil das ist der Ausgleich, den ich mir zu dem ganzen Leistungsding gebe. Dass ich meine teure Milch habe, dass ich meine teuren Produkte, gerade beim Essen, ich gebe viel Geld für Essen aus, aber da lege ich Wert auf teure Produkte, dass ich da so Momente habe, wo ich mal down komme und es genießen kann. So. Aber dadurch brauche ich halt wiederum auch mehr Geld, um es zu leisten. Und da hänge ich in so einer Spirale drin. Einerseits, ich will das haben, weil ich kann ja dadurch runterkommen oder halt mal wegkommen. Andererseits brauche ich den Leistungsdruck, um überhaupt in diesen Runterkommen-Modus zu kommen. Und das ist doch schon die Krux an dem Ganzen. Bei mir jetzt persönlich. Ja, das ist eher so, ich habe ja beruflich aber ja weniger eher zu tun. Ja, klar, aber... Aber ich kann mich da gut hineinversetzen. So. Und ja, das ist krass. Und gerade beim Essen, also bei dem Punkt mit dem Essen und dem Geld, ne, das habe ich, also das ist halt auch so ein Faktor, dass man halt eben am Essen, denke ich, relativ wenig sparen sollte, gerade wenn man halt eben relativ ausgenutzt ist, wenn man halt viel beansprucht wird. Weil das gibt einem natürlich A, halt eben nochmal die Energie dazu. Zum anderen ist es aber auch nochmal relativ beruhigend, ist ein beruhigender Faktor. Und ja, natürlich, dadurch finanzierst du dir wieder deinen Leistungsdruck. Das ist, stimmt, ja, das ist wieder ein bisschen Krux. Also, krass, ja. Das ist halt so ein doppelschneisiges Messer, was da so läuft. Ja. Und das ist halt, also ich füttere im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Essen meinen Leistungsdruck. Ja, wahrscheinlich auch nicht nur mit deinem Essen, ne? Das ist ein gutes Beispiel halt. Und, ja, damit wahrscheinlich am meisten, ist, weil ja. Wohnungstechnisch tatsächlich, glaube ich, lebe ich recht günstig. Also auch pro Quadratmeter gesehen, weil durch den Mitbewohner und so spare ich ja echt gut ein. Und an sich habe ich drei der vier Zimmer sind meine Zimmer. So. Und ich spare, also ich zahle, wenn du so willst, für die 3-Zimmer-Wohnung unter 700 Euro. Boah, das ist gut. Das ist richtig gut. So, und die 3-Zimmer-Wohnung hat immer noch knapp über 70 Quadratmeter. Also, das ist schon... Das ist schon nicht schlecht. Ein guter Wert. So. Und das ist halt der Faktor, den ich sehe, den ich habe, wo ich sage, ich will es mir leisten können, weil ich will nicht verzichten. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo viele Leute dann abrutschen, weil wie viele Menschen, ich will es nicht schätzen, aber viel zu viele Menschen verlieren ihren Job aufgrund von XY. Gründe sind irrelevant. Was machen die Menschen? Scheiße, ich habe das zu zahlen. Es gibt jetzt die Menschen, die sagen, okay, ich schaue, dass ich mir den gleichen Job wieder angel. Und es gibt die Menschen, die sagen, ich muss nur schnell irgendwas finden, dass ich mein Geld wieder kriege. So, dann gehen sie in einen Beruf, wo sie unglücklich sind, wo die den Leistungsdruck ganz anders wahrnehmen, zum Beispiel. Und dann ist es schon auch so, auch eigentlich schon um sie geschehen und das war's. So, dann kannst du die eigentlich auch schon gleich in die Klapse schicken. Weil das werden die nicht lange mitmachen. So, ich für meinen Teil habe jetzt zwar ein Berufsfeld gewählt mit YouTube und dem Erzieher, wo ich super gerne auf beiden Seiten arbeite, sowohl der Erzieher als auch YouTube. Und trotzdem hat beides seinen ganz eigenen Stresscharme. So, was man vielleicht gar nicht so krass erwartet, aber was beim Erzieher sehr selten der Fall ist, dass die Erzieher selbst gelobt werden oder sich gegenseitig loben. Das heißt, du erfährst
das ist absolut, absolut verallgemeinert und keineswegs pro formo auf Mensch gesehen. Versteht das bitte nicht falsch. Alles gut, ja. Aber an sich werde ich für meine Arbeit, die ich mache, nicht gewertschätzt. Das heißt, ich arbeite, mache mit Kindern und sorge dafür, dass das heiligste Gut der Familie am Ende des Tages glücklich und fröhlich wieder nach Hause geht und am besten am nächsten Tag glücklich und fröhlich wiederkommt, weil es sich auf den Kindergarten freut. Das ist das Ziel, das wir haben. Und dafür kriegen wir so fucking wenig Wertschätzung und auch fucking wenig Wertschätzung untereinander. Also es ist auch so, dass wir selten untereinander uns Lob und positiv anerkennen, wenn wir sagen, ey, das hast du gut gemacht. Das kommt nicht, sondern das denkt man sich, so hat er cool gemacht, war super, aber man spricht es nicht aus. So, und das spreche ich jetzt nicht von mir, ich versuche sowas grundsätzlich anzusprechen, nur teilweise fehlen dir auch die Worte dafür. So einmal so ein, es reicht theoretisch schon so ein stumpfes so, ey, das war cool, was du gerade gemacht hast, so, damit die andere Person sich gut fühlt. Und ich hatte lange Zeit Probleme damit, wie ich sowas anspreche, ob ich wirklich einfach stumm so sagen kann, ey, das war voll cool gerade, oder, weil ich habe mich dabei immer so blöd gefühlt. Und jetzt gerade in diesem Moment arbeite ich in einer Gruppe mit zwei Erziehern, die so krass, ich habe noch keinen Erzieher gesehen, der das so on point und tiptop kann, wie die beiden, so perfektes Feedback geben können, im positiven wie im negativen Sinne, dass du es positiv aufnimmst. Also die können dir sagen, dass du das dreckigste Arschloch bist, dass du bloß abhauen sollst und du würdest mit einem Lächeln rausgehen und sagen, danke. Geil. Ohne Witz, die können das so unwahrscheinlich gut übernehmen. Und also, das beste Beispiel habe ich dafür wirklich, die eine Kollegin, mit der bin ich am Vortag, da waren Papa zur Eingewöhnung bei uns. Und da habe ich auch, also, ne, ich habe echt doof reagiert in dem Moment, weil ich saß auf dem Stuhl, verschränkte Arme, zurückgelehnt, Beine hochgelegt, aufeinander, so verschränkt. War letztendlich eine normale Haltung, ist nicht so dramatisch, aber ich sag dann halt, nachdem sie mir gesagt hat, hey, kannst du das und das mit so und so vielen Kindern machen? Also, kannst du bitte mit 5 Kindern rausgehen, war die Aussage. So, also, oder traust du dir zu, mit 5 Kindern da hinzugehen? Dann habe ich gefragt, also habe ich gesagt, ja klar, traue ich mir zu, aber darf ich das überhaupt? Also ist das rechtlich abgesichert? So, und dann sagte sie, also, ja, soweit ich das weiß, schon. Und dann habe ich angefangen, dagegen zu diskutieren vor dem Vater und habe gesagt, aber nach KJHG, also Kinder-Jugendhilfegesetz und so weiter, müssten nicht zwei Erzieher mit raus, weil es kann ja was passieren und ich kann alleine ja nicht ans Kind gehen, den Notarzt rufen und erste Hilfe leisten. So, das geht ja nicht alles gleichzeitig und das muss ja gleichzeitig funktionieren. So, und dann habe ich halt ein bisschen gegen sie argumentiert, dann ist der Papa von dem Kind noch mit eingestiegen, hat auch ein bisschen mitgeredet und mir halt auch so gesagt, ja, eigentlich ergibt das schon Sinn, was zu sagen. Und sie fühlte sich halt voll doof in die Ecke gedrängt. Mhm. Also für sie war das eine richtig unangenehme Situation, was ihr in dem Moment selbst gar nicht bewusst war. Hat dann also mit mir gesprochen am nächsten Tag, hat mich angesprochen, hat gesagt, hey Hendrik, diese Situation gestern mit dem Papa und so und wie du da saßt, das war irgendwie, da fühlte ich mich ganz unwohl plötzlich. Das ist mir aber erst zu Hause aufgefallen. Ich habe zu Hause nochmal gehorcht, irgendwas ist nicht okay gerade mit dir. Horch nochmal in dich, schau nochmal, was ist. Ah, ist mir aufgefallen, das war die Situation, die hat mir nicht gut getan. Und ich so, ey, ich kann dich voll nachvollziehen und ich habe es mir auch schon gedacht und es tut mir unwahrscheinlich leid, weil ich wollte dich da auf keinen Fall vorführen. Und sie so, ja, Vorfühl war das richtige Wort, das habe ich gesucht. Danke. Danke, dass du mich verstanden hast. Danke. Ja, jetzt geht's mir besser. Ich so, ja, das ist nicht das Problem. Das wollte ich nicht vorführen, wirklich. Das tat mir auch richtig leid in dem Moment. Mhm. Und das war das Ding. Und das Ding war erledigt. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, sowas anzusprechen. Und dieses einfache, ja, kleine, danke, dass du es verstanden hast. Diese Wertschätzung darin, dass das Gegenüber dich verstanden hat. Wer macht das? Das nimmt so viel Druck weg. Wenn dir dein Chef
deine Lehrerin oder sonst wer, nachdem du dein Projekt abgegeben hast und gehalten hast, sagst, danke für die Präsentation, beim nächsten Mal, was weiß ich, kannst du noch das verbessern, dies und jenes, dieses leichte Danke gibt es nicht. Ja. Und glaub mir, stell dir das mal im Kopf vor, du würdest für deine Arbeit, die du machst, gewürdigt werden und du würdest ein Danke dafür erfahren. Würdest du es beim nächsten Mal lieber machen? Ich glaube tatsächlich ja, weil man merkt dann halt eben, weil dann geht dieser Stress, den man hat, nicht mehr nach dem Motto, die Person möchte, dass ich es habe, sondern es wechselt halt eben zu dem, ich kann das gut, die Person möchte, dass ich das mache, weil ich das gut kann. Ja, genau. Und das ist dann halt eben immer, das ist schon ein ganz anderes Feeling. So, ich bin ja auch ehrenamtlicher tätig, Kinder- und Jugendbetreuung, ne? Mhm. Und das finde ich halt eben total krass, jetzt wo du es gerade gesagt hast. Ich arbeite halt mit natürlich auch mit älteren Mitarbeitern zusammen und ich finde das halt eben total krass, weil die das halt eben etabliert haben, wenn man jetzt nach einer Gruppenstunde oder irgendwie nach einer Stunde irgendwie ein Programm selber hatte, dass man halt eben sich mit den Mitarbeitern zusammensetzt und so eine Reflexionsrunde macht. So, natürlich grundsätzlich diese Reflexionsrunden funktionieren in 80% der Fällen überhaupt nicht. Aber es kommt halt eben auch mal voll auf die Atmosphäre an und wenn alle Personen sich da wirklich drauf einlassen, was dort eigentlich zumeist der Fall ist, kommen halt eben wirklich Gespräche zusammen, kommt halt eben natürlich auch nochmal Feedback zusammen, was man besser machen kann und was weiß ich alles. Und das macht halt auch wieder so viel, weil man das dann halt eben wieder für sich selber nutzen kann, wieder verarbeiten kann. Das fällt mir jetzt halt eben gerade auch erst auf, ne? Dass das so, so viel bringt und warum die das überhaupt machen. Also das ist, boah, stark. Wertschätzung ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt. Wertschätzung ist so ein Punkt, was den Leistungsdruck angeht. Wenn deine Arbeit, die du machst, gewertschätzt wird, dann bist du doch viel interessierter daran, sie beim nächsten Mal A, noch besser umzusetzen und B, du bist viel gewillter daran, weil du kriegst ja Feedback dafür, dass du umsetzen kannst, du annehmen kannst. Ey, selbst wenn es scheiße läuft, kann man sagen, hey, danke, dass du es versucht hast. Das hat nur leider nicht geholfen, was du gemacht hast. Aber danke, dass du dich dran gesetzt hast. Wann kriegst du diese Wertschätzung entgegen, wenn du Scheiße baust? Das ist das Problem, ne? Also ich hatte das auch mal vor Ewigkeiten irgendwann mal gehört. Das ist so eine fiktive Story, dass halt eine Lehrerin nach vorne geht an die Tafel und die Neunerreihe anschreibt. Und bei 9x1 schreibt sie mit Absicht 2 dahinter, ne? Die Klasse lacht sie halt eben dann halt eben komplett aus in dieser fiktiven Story. Ja. Und sie stellt sich dann halt eben nach da vorne und sagt halt eben in einem Satz, gut, dass ihr gelacht habt, weil ich habe das mit Absicht gemacht, um euch zu zeigen, dass halt eben über diesen einen Fehler gelacht wird, dass auf diesen einen Fehler geachtet wird, aber dass keiner darauf achtet, dass ich 9x das richtige Ergebnis an die Tafel geschrieben habe. Ja. Und diese negativen Ergebnisse, diese negativen Erfahrungen drücken halt eben viel mehr runter, weil wenn halt eben etwas negativ ist, dann bekommst du sofort das Feedback. Ja. Bei positiven Sachen nicht. Das wird so unter den Teppich gekehrt teilweise. Genau. Und das ist das Ding. Und letztendlich, selbst wenn der Vortrag scheiße war, man muss immer bedenken, die meisten Menschen, klar, es gibt auch die den Vortrag, da siehst du, dass vielleicht nicht wirklich viel Arbeit dahinter steckt, aber wissen tust du es trotzdem nicht. Das heißt, jeder Mensch, und das ist egal, ob er eine halbe Stunde investiert, 3 Stunden investiert oder nur 10 Minuten investiert. Er hat Zeit investiert da rein und dafür kann man Danke sagen, wenn man eine Aufgabe gibt. Dieses, ihr macht das nicht für mich, sondern für euch, ist in Anführungsstrichen richtig, aber letztendlich bewertest du, was wir für uns machen. Und das ergibt auch keinen Sinn. So, und im späteren Leben machst du es für dich in Anführungsstrichen, weil du willst das Geld am Ende sehen. Aber am Ende machst du es immer für den anderen. Ja. So, und das ist das, was glaube ich am meisten Aussage in dem ganzen Ding gibt. Wertschätzung kann nach Nantali, Wertschätzung kann ganz, ganz, ganz viel verändern, was den Stress im Kopf angeht. Ja, das ist eindeutig so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch, muss ich offen zugeben, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort.
Und darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken, wie ihr das weiterfassen wollt. Aber ich glaube mit dem Faktor, fahr ruhig neben mich, aber ich glaube mit dem Faktor, dass Wertschätzung, Stress und leistungsorientiertes Arbeiten nicht nur beeinflussen kann, sondern ja auch zu einem gewissen Teil verändern kann. Nur um nochmal einen ganz kleinen Faktor zu sagen. Ich habe neulich die Situation gehabt in der Kita eben mit diesen Mitarbeitern, dass ich da stand und die Aussage kam von einem Kind, das kam auf mich zu. Das Kind ist ein bisschen älter, hat ein paar Problemchen, ne? Ich bin in einer I-Gruppe gelandet mit vielen Kindern, die ihre, okay, ihre paar Problemchen mitnehmen oder ihre, nicht Problemchen, wir nennen es nicht Problemchen, die ihre Besonderheiten haben, und so weiter. Und dieser Junge ist halt sehr, ja, ist egal. Dieser Junge hat auf jeden Fall, wollte sich die Schuhe anziehen. Und wir wissen alle, er kann das. Alleine, zu Hause, kriegt er sie aber immer angezogen. Deswegen rennt er immer zu uns und fragt, ob er sie angezogen bekommt. So, habe ich gesagt, nee, ich stehe gerne hier und schaue dir zu und helfe dir, wenn du es brauchst. Aber es wäre cool, wenn du die Schuhe alleine anziehst. Hat sich hingesetzt, hat die Schuhe angezogen. Und ich war in dem Moment im Gespräch mit meiner Kollegin. Habe einfach mit ihr, ne, so dieses typische, man redet miteinander. Und dann ist er aufgestanden und rannte raus. Und ich habe es halt im Augenwinkel gesehen, habe mich umgedreht, habe ihm hinterhergerufen, habe gesagt, hey, cool, dass du dir die Schuhe angezogen hast, hast du richtig gut gemacht. Er lächelte, drehte sich um und konnte draußen spielen gehen. Ich drehe mich um und meine Kollegin lächelt mich an und sagt, super, das hast du richtig toll gemacht, danke. Danke, dass du ihm nochmal gesagt hast, dass er das gemacht hat. Und ich so, und ich in dem Moment reflektiert, hä, das ist doch voll normal, oder? Und in dem Moment kriegst du auch eine ganz andere Wertschätzung für die Arbeit, die du machst. Weil das war ein Automatismus, dass ich mich umdrehe zum Kind, sage, hey, das hast du gut gemacht. Positive Erfolge müssen gefeiert werden, wenn etwas alleine gemacht wird, dass es irgendwann normal wird. Aber sowas muss zu Beginn, gerade wenn er es dann alleine geschafft hat, gefeiert werden. Das ist für mich vollkommen normal. Und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es leider nicht normal ist, sondern dass das eine coole Arbeitsweise war. Und in dem Moment reflektierst du deine Arbeit anders, wertschätzt dich selbst nochmal anders, weil du merkst, du hast doch einen recht hohen Standard gegenüber anscheinend anderen und kannst besser arbeiten. Ich habe den ganzen Tag über ein gutes Gefühl gehabt, was ich an Arbeit mache. Und das ist eine Sache, die nimmt ganz viel Druck und Stress weg. Und das habe ich auf YouTube logischerweise durch Kommentare und sonst was auch. Aber da ist es nochmal ein bisschen anders verteilt, weil da viel Druck auch von mir selber kommt, weil man will ja immer mit sich selbst übertreffen, mit sich selbst zufrieden sein und, und. Und da wird man sehen, was kommt. Wenn euch das Format gefällt, Leute, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann sehe ich das nämlich. Wenn ihr davon mehr wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt einen Themenvorschlag, worüber ich vielleicht das nächste Mal reden soll, in die Kommentare. Und hast du noch abschließende Worte? Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich glaube, du hast jetzt alles gesagt. Wenn ich jetzt noch irgendwas sagen würde, dann wiederhole ich mich nur. Beziehungsweise ich wiederhole dich nur und das ja, brauchen wir nicht. Ich schließe mich dem vollkommen an. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Fahrt jetzt in ein Video der etwas anderen Art, aber ich glaube, spannend allemal. Wir sehen uns. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein und ciao, ciao.